47 Jahre wurde hier geschwommen und geplanscht. Seit einem Jahr mit Renate Läufer als Badleitung. Jetzt wird die 57-Jährige als Hausherrin die neue Ära in Ohlsdorf einleiten. Mein Blutdruck steigt gerade, ich merke das, der kommt also hoch. Mir geht jetzt eine ganze Menge durch den Kopf momentan, den Ablauf, was wir jetzt letztendlich für heute und auch für Sonntag alles noch vorbereiten müssen. In 2 Stunden soll hier mit geladenen Gästen Einweihung gefeiert werden. Am Sonntag dürfen dann alle Neugierigen kommen. Doch dafür muss noch einiges passieren. In 40 Jahren, die Renate Läufer bereits beim Bäderland arbeitet, ist viel passiert. Wir haben viel saniert, wir haben viel umgebaut, das habe ich alles schon mitgemacht. Aber einen richtigen Neubau, so jetzt und dann in Betrieb gehen, das ist schon für mich auch das erste Mal und auch was Besonderes. Insgesamt 1000 Quadratmeter wetterunabhängig nutzbare Wasserfläche bietet das neue Familienbad. Doppelt so viel wie bisher. 6 50-Meter-Bahnen, dazu eine versenkbare Beckenwand. 94 Glastüren an der Südfassade vermitteln ein Freibadgefühl. Ein Kleinkindbecken und der höhenverstellbare Hubboden im Kursbecken. Es war immer mein Wunsch, dass ich wirklich einen verfahrbaren Boden habe, was wir den Kursen entsprechend anpassen können. Und insofern freue ich mich jetzt darauf, dass ich ihn jetzt habe. 25 Millionen Euro hat das größte Bäderland-Projekt offiziell gekostet. 3 Millionen gab es dafür von der Stadt. Daher weihte auch Bürgermeister Peter Tschentscher heute mit ein. Dann die symbolische Schlüsselübergabe von Architekt und Projektleitung an den Geschäftsführer und Renate Läufer als Badleiterin. Ja, der erste Stein ist im Grunde genommen schon mal gerutscht. Und die nächste Geschichte am Sonntag ist natürlich noch mal genauso spannend. Aber dass das jetzt heute soweit alles geklappt hat, also bin ich schon erleichtert. Am Samstagnachmittag kann das Bad schon mal trockenen Fußes besichtigt werden. Sonntag folgt dann der große Tag der offenen Tür mit freiem Eintritt. Bevor am Dienstag dann der reguläre Betrieb startet.